Gratulation an die E-Jugend aus Oberzissen im Bohltal. Ja, immerhin Viertelfinale erreicht die E-Jugend des TuS Main. Und warum erzähle ich Ihnen das, liebe Zuschauer? Ganz einfach. Denn der TuS Main hat natürlich noch mehr Jugendmannschaften. Und die C-Jugend, die ist heute hier zu Gast im Studio gemeinsam mit dem Jugendmanager des TuS Main. Herzlich willkommen, Piet Arendt. Grüß dich. Großen Applaus von der Mannschaft, von der C-Jugend für den Jugendkoordinator und Manager. Viertelfinale haben wir gerade gesehen, eben im Beitrag. Zufriedenstellend? Ja, ich denke, das war schon eine ordentliche Leistung von unserer E-Jugend. Ist zwar schade, dass nicht mehr rausgeworden ist, aber ich denke mal, Viertelfinale ist okay. Aber ihr habt ja alles, fast alles abgeräumt, was es abzuräumen gab in der Hallensaison im Futsal. Die C-Jugend war auch erfolgreich, glaube ich, Vize-Rheinlandmeister geworden. Und was habt ihr noch alles gewonnen? Ja, also ich sag mal, das ist schon eine ganz tolle Hallenrunde dies Jahr gewesen. Unsere U19 mit dem Rheinlandmeistertitel, die U17 hat nachgelegt, hat den Titel geholt. Und jetzt ganz frisch am Samstag unsere D-Jugend, die U12 mit dem Rheinlandmeistertitel. Und hier unsere U15, leider ganz unglücklich im 7-Meter-Schießen ausgeschieden, hat halt nur Vize-Rheinlandmeister, aber das ist auch eine tolle Sache, haben bei den südwestdeutschen Meisterschaften teilgenommen und man ist dort im Halbfinale ausgeschieden. Also ich denke mal, Hallenfußball kann sich sehen lassen. War das so zu erwarten oder doch auch in der geballten, sagen wir mal, Fußballkompetenz vorne doch überraschend? Ich denke mal, in Mayen, wir machen, denke ich, seit Jahren gute Jugendarbeit und wir bringen immer wieder den ein oder anderen guten Jugendlichen auch heraus und wir legen da schon sehr Wert. Ich legte auch sehr viel Wert drauf, dass diese Hallenrunde halt konzentriert und gut gespielt wird, weil man kann sich in der Hallenrunde die Motivation halt holen, die man braucht für die Saison und das ist wichtig, weil mit einigen Mannschaften spielen wir gegen den Abstieg, unsere U17. Wir kämpfen in der Regionalliga Südwest um den Abstieg und mit der U19 wollen wir wieder rauf in die Regionalliga. Also ich denke mal, die Hallenrunde, sich da die Motivation zu holen, ich denke mal, ist eine tolle Sache. Gutes Stichwort für die abschließende Frage, denn jetzt sind wir raus aus der Halle, wieder raus in den hoffentlich schneefreien Rasenplatz. Was kann man da noch alles erreichen? Du hast es kurz angesprochen, aber vielleicht auch langfristiger. Wo soll es hingehen mit der Reise im Nachwuchsfußball beim TuS Main? Ja, wir haben natürlich in Main ein Jugendkonzept, was wir verfolgen. Wir wollen natürlich unsere Spieler ausbilden. Unsere erste Mannschaft spielt ja in der Oberliga. Und wir wollen schon gucken, dass wir mit unseren Spielern, dass wir die Spieler so ausbilden, dass sie natürlich irgendwann mal in der Oberliga spielen können. Sicherlich ist dort der ein oder andere, sag ich mal, Überflieger, den wir in Main nicht halten können. Es gab da einige in der Vergangenheit, Stefan Bell, der nach Mainz 05 gewechselt ist von Mayen, der dort eine Riesensaison gespielt hat, ist A-Junior und deutscher Meister geworden. Und anhand dieser Dinge soll es den Jugendlichen einfach zeigen, wo der Weg im Fußball hinführen kann. Und das sicherlich auch bei uns beim TuS Mayen. Ich wünsche euch viel Glück dazu. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu der tollen Hallensaison und weiterhin alles Gute. Danke für den Besuch. Dankeschön. Ihr habt mich ja schon mal wunderbar unterstützt jetzt im ersten Teil der Sendung. Ich hoffe, ihr lasst mich auch gleich nicht im Stich. Nochmal einen Applaus für dich, für euren Manager, Piet Arendt. Dankeschön. Danke.